Die Lage spitzt sich zu. Die Spannungen nehmen zu. Beweg dich nicht. Sonst bekommst du Ärger. Dieser Gesichtsausdruck macht dich unruhig, nicht wahr? Jack, es wird langsam langweilig hier. Es ist Zeit für einen Streich. Leg los, Mädchen. Geschafft. Jetzt ist die Puppe nicht mehr so gruselig. Ist es nicht toll? Was guckst du so? Dich kriegen wir auch noch. Das kann ja heiter werden. Hey du, das ist gegen die Regeln. Ups, der Wachmann ist aus dem Spiel. Wir haben es geschafft. Hey, was ist los? Wir haben doch nur Spaß gemacht. Warum müssen wir in den Knast gehen? Aber so schlimm ist es gar nicht. Der Knast macht mehr Spaß, wenn ein Freund dabei ist. Der Freund würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Jack und Amanda sind jetzt Gefangene des Squid Games. Holt den Aufseher. Wir werden uns beschweren. Nur keine Panik. Es muss aus jedem Kerker einen Ausweg geben. Jack, wie wäre es mit einem Spaziergang durch den Lüftungsschacht? Amanda, du bist ein Genie. Lass uns anfangen. Ich sehe mir das mal an. In der Zwischenzeit hältst du die Augen offen. Oh, hier ist ja nicht viel Platz. Wie lange wird es dauern, bis wir rauskriechen? Vielleicht ist das der Weg nach draußen. Oh nein, es ist besetzt. Es ist besser, den Wächter jetzt nicht zu stören. Er hat ein Date mit seinen Lieblingsenten. Lass uns weitergehen. Was ist hier drin? Oh, wow. Ich frage mich, wozu sie das Brett braucht. Was hat sie vor? Es ist alles klar. Laserzeichnen. Was für ein ungewöhnliches Hobby. Wer hätte das gedacht? Die furchterregende Puppe hat einen heimlichen Schwarm. Jack wird es lieben. Und jetzt muss ich weitergehen. Es ist besser, die Puppe nicht zu verärgern. Warte, hier riecht es nach Freiheit. Schauen wir mal, was in diesem Zimmer ist. Es ist hell und gemütlich. Juhu, ich habe es geschafft. Oh nein, Mission gescheitert. Amanda ist zurück in der Zelle. Jack, es ist vorbei. Wir sitzen in der Falle. Wie lange müssen wir hier noch sitzen? In diesem Gefängnis ist alles nach Vorschrift. Die Gefangenen müssen fotografiert werden. Endlich! Lass mal sehen. Hey, das war nicht die Abmachung. Wir machen es neu. Punkt. Amanda weiß, was ein richtiges Fotoshooting ist. Und los geht's. Federn und Blitzer. Das ist ein Muss für ein gutes Fotoshooting. Das ist noch besser. So ein Fotoshooting hat es in diesem Gefängnis noch nicht gegeben. Lass mich mal sehen. Ja, du bist nicht gerade ein guter Fotograf, Mann. Oh nein, das ist ja furchtbar. Amanda, ich glaube, wir sind schon zu lange hier. Ich werde uns eine Flucht erster Klasse ermöglichen. Die Sicht ist klar. Der Wärter hat jetzt keine Zeit für Gefangene. Sieh zu und lerne, Mädchen. Das Schloss hält einem Superkick nicht stand. Autsch, das tat weh. Aber es hat geklappt. Freiheit. Gut gemacht, Jack. Du hast es geschafft. Aber die Wärter schlafen nicht. Wird es wirklich einen Ausbruch geben? Alarm! Nur noch ein bisschen mehr. Drück drauf. Das ist alles, was wir brauchen. Die Puppe kommt ins Spiel. Amanda, bleib stehen. Die Hauptsache ist, dass du dich nicht bewegst. Sonst kannst du die Freiheit vergessen. Oh ja, sie hat sich weggedreht. Amanda, bleib stehen. Ups, das war knapp. Aber Regeln sind Regeln. Selbst der Wärter hält sich daran. Lauf! Denk nicht mal dran. Du bleibst hier, Kumpel. Amanda, wir haben es geschafft. Wie cool ist es, frei zu sein. Und keine verdächtigen Spiele mehr, okay? Ich wünschte, dieser Traum würde nie enden. Oh nein, willkommen zurück in der Realität. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entrinnen. Hey Kumpel, Gefangene dürfen auf die Toilette gehen. Und beeil dich. Aber du kannst den Wärter nicht täuschen. Keine Toilette für die Gefangenen. Sie können fliehen. Früher oder später wird er aufgeben. Komm schon, Wärter, bitte. Du bist ein guter Mann, nicht wahr? So soll es sein. Aber keine Spielchen. Verstanden? In diesem Gefängnis ist sogar der Gang zur Toilette ein echtes Abenteuer. Jack, schau mal. Noch ein Spiel. Mit diesen Quadraten stimmt etwas nicht. Wie können wir dieses Hindernis umgehen? Ich habe eine Idee. Vertrau mir einfach, Jack. Erledigt. Hier ist es sicher. Lass uns weitergehen. Jetzt lass uns das nächste Feld überprüfen. Es ist offensichtlich. Das ist eine Falle. Lass uns drum herum gehen. Folge mir, Jack. Sei einfach vorsichtig.
Aber Jack ist so ungeschickt. Er kann keine gefährlichen Spiele spielen. Halt! Mich einfach fest, okay? Okay, es gibt noch so viele Felder zu überprüfen. Ich nehme das hier. Es ist frei, Amanda. Spring rein. Ich halte dir den Rücken frei. Hier kommt Jacks größter Fan. Wow, er ist perfekt. Amanda, komm schon, noch ein bisschen mehr. Fast geschafft. Toilette, wir sind gleich da. Jemand muss mir helfen. Wir haben hier eine romantische Ohnmacht. Oh, diese Puppen. So sensibel. Ein weiterer Fluchtplan ist fertig. Die Maskerade beginnt. Völlige Ähnlichkeit mit dem Original. Amanda, er kommt. Du bist dran. Die Positionen werden eingenommen. Das sollte klappen. Was machst du denn hier? Bist du gekommen, um deinen Prinzen zu sehen? Hey Kumpel, sie hat hier nichts zu suchen. Ich verlange, dass die Zelle von Puppen gesäubert wird. Wir werden es jetzt in Ordnung bringen. Wo ist der Schlüssel? Oh ja, der Plan hat funktioniert. Was für ein vertrauensvoller Wärter. Hey, du bleibst hier. Das ist in Ordnung. Amanda wird ihren Freund retten. Was siehst du überhaupt in ihm? Eine Belehrung war alles, was ich im Moment brauchte. Aber ich muss meine Puppenrolle spielen. Warte mal, dafür ist jetzt keine Zeit. Oh nein, hier kommt das Original. Noch ein bisschen mehr und der Plan wird scheitern. Warum gibt es zwei von euch? Und wer von euch ist die echte? Du oder du? Setz deine Brille auf, Wärter. Hier ist die echte Puppe. Richtig. Warte, ich muss mich zusammenreißen. Was soll ich mit den Puppen machen? Mädchen, bleibt eine Weile hier. Wir klären später, wer ist. Das kannst du nicht machen. Jetzt wird's lustig hinter Gittern. Und es wird Zeit, dass der Wärter sich ausruht. Ich sehe schon doppelt. Gute Nachrichten. Besucher können in dieses Gefängnis kommen. Hallo Jessica, es ist so schön, dich zu sehen. Hast du das mitgebracht, worum ich dich gebeten habe? Ich kann nicht ohne Make-up leben. Oh nein, der letzte Lippenstift wurde ihr weggenommen. Das grausamste Gefängnis der Welt. Okay, okay, ich werde es nicht wieder tun. Jessica, Schmuggelware unter dem Tisch. Die beste Freundin versteht, ohne zu sprechen. Die Operation beginnt. Vorsichtig, ein bisschen mehr. Geschafft, die Kosmetik ist an ihrem Platz. Puh, das war knapp, aber der Wärter hat nichts gesehen. Jetzt verstecken wir die Wertsachen unter unserer Kleidung. Danke, Jessica, wir sehen uns dann. Reiß dich zusammen, Jack. Schau, was ich habe. Wow, das sind Kekse. Es gibt so wenig Leckereien hinter Gittern. Hör auf, Jack. Siehst du nicht, dass das Schlüssel sind? Wir sind fast draußen. Lass uns zur Sache kommen. Zeit ist das A und O. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber Amanda ist ein Profi in diesem Spiel. Der Schlüssel ist schon draußen. Und es ist so lecker. Oh nein, es ist alles weg. Keine Panik, Amanda. Ich habe auch einen Schlüssel. Jack, du bist gut. Sollen wir die Tür öffnen? Und das Timing ist perfekt. Der Wärter ruht sich aus. Sei nur vorsichtig, Jack. Mach den Schlüssel nicht kaputt. Die Türen sind offen. Los geht's. Jack, schau mal. Lassen wir ihm ein Selfie zur Erinnerung da. Bitte lächeln. Hashtag Gefängnisausbruch. Wer ist dabei? Keine gute Idee. Der Wärter mag es nicht, wenn ihm sein Telefon weggenommen wird. Aber er macht gerne bei einem Fotoshooting mit. Und jetzt ist es Zeit für die Freunde, zurück in die Zelle zu gehen. Noch ein bisschen mehr und alles wird wieder gut. Amanda weiß, wie man mit Haarnadeln umgeht. Aber dieses Schloss wird nicht funktionieren. Oh, da kommt der Wärter. Oh, lass dich nicht stören, ich hänge nur herum. Dieses Päckchen scheint sehr schwer zu sein. Alleine schaffst du das auf keinen Fall. Hey Mann, ich brauche deine Hilfe. Nimm die Schlüssel und öffne die Tür. Wird gemacht. Hier ist sie, die Chance zu entkommen. Ich hoffe, Jack lässt uns nicht im Stich. Das hier ist für dich, Junge. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Kumpel. Jack, was hast du getan? Wir hatten die Schlüssel in der Hand. Du bist unverbesserlich. Aber Jack hat jetzt keine Zeit wegzulaufen. Es ist Zeit für Sport. Los geht's. Jack, das werde ich dir nie verzeihen. Was für ein verantwortungsvoller Moment. Abstimmen. Raus aus dem Knast oder bleiben? Amanda zuerst. Oh, was für eine schwere Entscheidung. Es ist nicht schlecht hier, aber zu Hause ist es besser. Wie wird sich Jack entscheiden? Was für eine seltsame Tortur. Ich drücke einfach den Knopf, ja? Entscheide dich, ob du gehen oder bleiben willst.
Ich werde darüber nachdenken müssen. Das Essen in diesem Gefängnis ist nicht schlecht. Es macht Spaß hier und die Puppe ist ziemlich gut. Yes! Oh, das wollte ich nicht. Ich habe es mir nicht gut überlegt. Das war's, Junge. Die Entscheidung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber für manche Leute ist das gut. Wir sehen uns, Jack. Wie konntest du nur? Es ist alles deine Schuld, Amanda. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auch starke Wärter haben ihre Schwächen. Niemand kann dieser Show widerstehen. Das ist so traurig. Warum gehen die Taschentücher so schnell aus? Ich muss mir eine neue Packung holen. Das ist unsere Chance, Amanda. Die Schlüssel wurden unbeaufsichtigt gelassen. Ich wünschte, ich könnte sie erreichen. Es funktioniert nicht. Aber die Hauptsache ist, dass wir nicht aufgeben. Jetzt werden wir ein Lasso binden. Amanda wird nichts dagegen haben. Jack, was ist hier los? Sei einfach still, Amanda. Sieh mal, wir haben fast die Schlüssel. Das ist eine andere Unterhaltung. Du kannst sogar zwei Schnürsenkel haben. Was kommt als nächstes? Und jetzt machen wir aus einem Schnürsenkel ein Lasso. Leg los, Mädchen. Ja, die Schlüssel sind am Haken. Zieh. Hey, was ist los? Sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Fluchtkandidaten. Gib es zurück. Daran denke ich gar nicht. Die Schlüssel gehören mir. Du bist dran, Jack. Wir müssen gewinnen. Er ist ein würdiger Gegner. Aber sie sind zu zweit. Der Sieg ist zum Greifen nah. Amanda, danke meinen Muskeln. Jack, du hast es wieder vermasselt. Warum musste ich mit ihm in den Knast gehen? Wenigstens einer ist jetzt frei. Lauf, lauf, lauf. Wir holen dich schon ein. Langsam gehen uns die Ideen aus. Die Gefangenen haben schon alles versucht. Gibt es keinen Ausweg aus diesem Gefängnis? Denk nach, Jack, denk nach. Was wäre, wenn... Jack, die Puppe ist Hals über Kopf in dich verliebt. Das sollten wir ausnutzen. Liebe ist der Schlüssel zu allen Schlössern. Ich weiß, ich bin perfekt. Schau zu, wie ein Profi arbeitet. Hey, Hübsche, wie geht's? Der Plan geht auf. Die Puppe wurde abgelenkt. Das ist für dich. Dieser hübsche Mann gehört nicht hinter Gitter. Du bist frei, Jack. Und jetzt können wir zusammen sein. Der Weg ist frei. Los geht's. Amanda, lauf. Ich halte dir den Rücken frei. Siehst du, hübsches Mädchen? Wir sind kein Paar. Aber wir sehen uns sehr bald wieder. Ich verspreche es. Liebe wirkt Wunder. Selbst die bösesten Puppen haben keine Macht über sie.